Okay, ja, mein So, Inventar um müsste ich mehr mal über wieder das leer machen. Lagerhaus mit Materialien zu erfahren, übernimm die Kontrolle über Rick. Alright, Ja, aber that's dann. enough. Let's light up some of these infestations. Rick, ja, das ist der Typ da bei uns im Ding. Im Depot. Ja, Da das müssen ist wir sowieso klar. hin. Dann müssen wir auch wieder hin jetzt, ja. Mitkommen tut jetzt keiner, ne? Nö. Nö. Hello. I just need one helpful soul to pitch in for a minute. Ach, jetzt sind wir hier falsch abgebogen. Das ist ein Dicker oder was? Ah, so ein Schnaller. Boah. Eieiei! Ei, ei. Der muss weg, ey. Boah. Naja, der ist richtig böse drauf, Alter. Hab ich schon mal so einen gehabt. So, das mal alles hier einlagern. People suffer for lack of medicine, but that could happen here. Ah, mehr Medizin, ja, wie gesagt. Normalerweise, ich habe ja jetzt die Krankenstation aufgebessert. Guck mal, ob wir die jetzt auch benutzen können, dass sie mehr Medizin herstellen. Oder ob sie das auch überhaupt macht. So. Passivheilung. Mods ansehen. Fahrradgenerator. Boah, Einfluss 760, das ist aber eine Menge. So, hier können wir nützliche Erholungsgegenstände wie Dosen des Medizin. Gesamte Gemeinschaft. So, hier steht's, glaube ich. Minus 2 Medikamente pro Tag. Ausruhen entfernt Verletzung. Ich glaube, das ist jetzt sogar noch. Jetzt zieht er noch mehr Medikamente ab, wenn man das aufgepusht hat. Dafür kann man jetzt aber auch mehr machen. Naja, gut, macht nichts. Medikamente kriegen wir auch noch woanders her. Den haben wir schon als Außenposten. So, jetzt müssen wir erstmal zurück rüber gehen. Ja. Ja. Zurück. Boah. Ja, genau. Passt. Sprich mit Son über das Lagerhaus, das sie gefunden hat. Ach, jetzt hört sie auch an, wo sie ist. Darf nicht da unten sein. Ah, wo bist du? Die hier überhaupt? Da haben wir nur 14 Schuss. Werkstatt benutzen. Die Werkstatt könnte ich auch aufbessern. Schalldämpfer, Toolkits, Monitor herstellen.
generiert mit Strom ein Material pro Tag und lässt uns Benzinbomben herstellen. Ja, warum nicht? Wird aufgewertet. So. Da ist sie hier im Keller. Hier ist sie, ne? Ja. Son. Ich wusste, du würdest die sichere Garage überprüfen wollen. Sieht vielversprechend aus, aber dort wimmelt es von Zombies. Nicht mehr lange. Sehen wir uns das an. Ah, sie kommt mit. Optional schnappt ihr ein Auto, um die Packsäcke zu transportieren, die du findest. Das ist klar. Reise zur sicheren Garage, um nach Materialien zu suchen. Wie bist du wieder raus jetzt, oder was? Nö, bei mir stehst du hier. Wie hat er da oben gerade was angezeigt? Bei mir stehst du hier, wo das Schlafzimmer ist. Unten da. Nee, du bist ja schon, dann bist du rausgeflogen. Kannst du jetzt auch so beitreten oder muss ich dich jetzt wieder einladen? Ich probier's mal. Hast du da eine Option beizutreten? Ein Fehler mit dem Host ist, Verbindung mit dem Host ist abgelaufen. Okay. Ja, dann machen wir an dieser Stelle direkt mal einen Cut und sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. So, willkommen zurück. Jetzt müssen wir zu der Garage. Mal gucken. Das sieht nicht normal aus. Irgendwas stimmt hier auch nicht. Also mein Manual dreht sich jetzt im Kreis, aber unter der Map. Ja, ich weiß nicht, dann hast du wohl irgendwie Internetprobleme oder so. Das glaube ich weniger. Ja, Leute, müssen wir direkt nochmal neu starten, würde ich sagen, weil so wird das hier nichts. So, auf ein neues. Wo ist er denn jetzt? Oh, jetzt aber. Vorwärts hier. Oder mal die Karte gucken. Someone's been feeding that juggernaut extra meals. Oh oh, da ist ein ganz dicker. Den auch noch platt hier. Ah, da ist wieder ein Kreischer. Sehen, ob wir jetzt hier richtig sind. Ja, wir sind richtig hier. Na, immer geradeaus, dann kommt irgendwann mal eine Brücke. Eine Rechtskurve und dann gerade zu quasi.
Da ist die Brücke. Ja. Dann kommt eine Rechtskurve und dann geradeaus fahren. Mad stuff in here. Walk softly. Oh. Got a few of them around us. Du bist jetzt abgehauen oder was? Er ist abgehauen. Aber der Stand, dass sie uns nicht mehr folgen tut. Die Ärztin? Ja, die läuft jetzt hier rein. Ja. So. Warte mal hinterher. Ach du Scheiße! Oh. Ich schon mal gleich mal den Kreischer. Ja, oder du. Oh, ja. Du Shit, raus hier. Hier zweimal diese Packzirkel suchen. Einen habe ich schon mal. Benzin haben wir auch fürs Fahrzeug. Bring den schon mal hinten in den Kofferraum. Ja. Auto da hinten oder was? Werde ich mal den Außenposten gleich aktivieren, schön in der anderen Gegend. Ja. Weiß bloß halt immer noch nicht, wie man diese Außenposten freischaltet, also dass man wieder einen kaufen kann. Wieso? Ja, ich habe jede Menge Dingsbums-Punkte, also ich könnte mir kaufen, was ich will, aber ich habe halt keine Außenposten-Punkte. Ja, dann musst du das mit den Türmen machen. Ah, okay. Ja, da können wir auch nachher noch ein, wenn hier einer in der Nähe ist, können wir den benutzen. Aber es sind ja noch viel mehr. Muss ich gleich alles zum Auto bringen? Das lohnt sich ja richtig hier. Nein. So. Einlagern. Ah, es wird so langsam hell, das ist natürlich sehr schön. Just gotta keep looking. Have a moment of fucking quiet. So, der letzte passt auch noch rein. So. Kann der Ort auch beansprucht werden? Auto muss aber auch repariert werden. Bis wir mal da sind. So. Ach, 100 Einfluss. Guck mal, ob hier noch was ist. Ob das überhaupt was bringt. War eigentlich nicht viel, aber
Labor nehmen wir trotzdem. Bedingungen nicht erfüllt, ein Außenposten-Slot. Ach, wir haben gar keinen Slot mehr. Das meine ich, diese Slots da. Ja. Wenn man die halt kriegt. So, jetzt den Kladderadatsch abliefern. Dann haben wir wieder was erfüllt. Oh oh. So, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ah, Werkstatt ist auch besser jetzt, verbessert worden. Ach, hier war ein Aussichtspunkt. Können wir den jetzt mal benutzen? Du schneller klettern. Ja. Bet that engine turns. Ach, da ist wieder so ein Herz. Okay. Ja. Yo, look at that ride. I bet it still goes. Ah, ich glaube, ich war ja schon mal. Ah, nee, da unten sind noch Fragezeichen. Hey, look, a screamer. Hey, careful. Boah, wie wir sind da? Ein Dreier hoch. Kreischer, Kreischer, ja. Noch ein Kreischer. Aber irgendwas habe ich noch nicht gefunden. Irgendwo muss hier noch was sein. Alle Orte überprüft, das war's. Alter, dort ist richtig was los, ey. Na, was ist da unten los? Ist das wieder so einer? Ein Krabbler? Ich glaube, das sind zwei Krabbler, Alter. Ich kann das nicht so weit runterziehen. Alter, das kann gefährlich sein. Nach, Mann. Aber ich habe auch, glaube ich, eine Pistole dabei. Mal mal sehen. Inventar. Nee. Ich hab keine Pistole dabei. Na gut, wenn wir jetzt alle unten sind, dann sollten wir das schaffen. Das war ja einfach. Na gut, dann ab nach Hause.
Kommst du? They're coming this way. Ah, das ist ja geil. Jetzt ramme ich auch keine Zombies, wenn ich das Auto hier kaputt geht. Moment. Rechts rum, ne? Ja. Andersrum, wir hätten da hochgemusst. Karre muss unbedingt repariert werden, ey. Na komm her jetzt hier, dieser letzte. Mal alle wieder nach oben gebracht werden. Ja. Jetzt den Rucksack hier noch entleeren. Also viel haben wir gar nicht bei gehabt. Tanken könnte man noch. Oh, das andere kann man so lassen. Smart choices like this. I always knew we'd make that work. Boah, jetzt kommen die hier alle an, Alter. Vorsichtig. Schwinzi? Hat ihr Erfolg gefallen? Wer ist denn Schwinzi, Alter? I think I ought to rest. Keine Ahnung. Und einer von der Xbox. die Moral. Ja, die muss auch noch besser gemacht werden. Ein bisschen Infektionsherde ausgelöscht werden, dann müsste ich mal eine schöne Waffe mitnehmen. So. Wir haben keinen Lagerplatz für Materialien mehr. Das bedeutet, unsere Vorräte werden bald schlecht werden, wenn wir sie nicht bald verwenden. Oh, 29 Materialien. Ja, das lohnt sich ja, hier was aufzubauen. Mal gucken, ob wir hier was verbessern können. Wissen über Konstruktion, Wissen über Elektrizität und Strom. Also im Lager können wir nichts machen. Mod vielleicht installieren. Sicherheitskasten. Plus 5 Lagerplatz Munition. Das geht, ja. Das habe ich bei dir im Spiel bekommen, den Sicherheitskasten. Ja. Wird gleich verbessert. So, und hier war alles fertig. Außer die Karre muss noch getankt werden. Natürlich auch repariert werden. Mal hier die jetzt verbessern mit den Essen. Bam. Nee. Essen über Gartenbau. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Da haben wir mehr Essen. Was steht hier? Sehe ein paar geeignete Samen aus, um vorübergehend zusätzliche Lebensmittel zu erhalten. Ach, hier Medizin. Wissen über das ja gut, ey. Verbesserte Medikamenteumwandlung.
Essen in Medikamente. Weil ich brauche auch Medikamente. Siehst du das oben? Die Einblendung? Nee. Da steht nur Neulinge freundlich. Kann wohl nur ich sehen. Ja, dann nehmen wir das mit der Medizin. Weil das ist das Einzige, was knapp ist. Das kann man hier im Garten machen. Medizinkräuter. Zigarettchen. Stopfen. So. Wird alles gemacht. Wollen wir mal sehen, ob wir hier in der Werkstatt, in der verbesserten, das Auto gleich reparieren können. Sprengstoff, Köder und Reparaturkits her, so. We need someone to go deal with Mr. Zed. Interested? Ach, jetzt kann man hier in der Werkstatt auch Waffen reparieren. Ausgerüstete Nahkampfwaffe reparieren. Kann man hier noch? That's amazing news. Fahrzeugreparaturkit. Müsste man aber Wissen über Mechanik haben, das geht noch nicht. Du bist wieder rausgeflogen, ne? Nö. Ich hab mich mal hier hingesetzt. Doch, hier steht Gegner das Spiel verlassen. Und bei mir stehst du hier immer noch. An der Werkstatt halt. Ja, wir haben ja auch genug das Spiel heute gezockt. Dann können wir noch ein bisschen Killing Floor spielen. Sind ja gut vorwärts gekommen. So. Kann man machen. Ja. Na gut, meine lieben Freunde, dann zocken wir jetzt auf jeden Fall noch eine Runde Killing Floor und ja, jetzt kommt auch die Verbindung. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Übrigens, Killing Floor, ne, kommt jetzt zum Anschluss. Also nächste Folge ist auch Killing Floor, also ciao.